Das Schöne an Michelbach ist, dass man so viele Menschen kennenlernt. Eine, die mir besonders ans Herz gewachsen ist, das ist die Anike Grahofer. Anike Grahofer, die macht sowas, sie hört zu und schreibt dann minutiös, ich spreche aus der Form, auf, was sie gehört und auch empfunden hat. Also bei den Leuten, die man interviewt, immer dahinter hat, ist der positive Ausgang der Sache. Sie sind immer überzeugt davon, was sie nehmen. Das hat die Oma schon so gemacht, das hat die Mama so gemacht und wir machen es weiter. Der Betty Onkel ist ein 94 Jahre her, der mittlerweile leider schon fast erblindet ist, aber der an und für sich jetzt nicht so das Kräutergewissen aus der Familie bekommen hat, sondern das von seinen Kriegskollegen gelernt hat. Die Kriegsgeschichten selber, die kommen in dem Buch nicht vor, es geht um das Pflanzenwissen. Drei Personen gibt es in dem Buch, der Baby Onkel, das Pflanzenwissen der einfachen Leute, Erzählungen und Rezepte aus dem Waldviertel in Wien. Die zweite ist eine alte Kräuterfrau, die Gerlinde, wer ist das? Die Gerlinde ist eine gebürtige Gewinnerin, die dann im Burgenland gelebt hat. Und die Gerlinde ist an und für sich, die hat schon sehr viel Kräuterwissen in der Kindheit angesammelt, hatte aber auch nicht den Zugang damals. Sie ist dann auf Forschungsstationen nach Afrika gezogen und hat dort alleine in Forschungsstationen gelebt. Und dort hat sie in der Ferne gelernt, die Pflanzen daheim zu schätzen. Als junges Mädchen, sie hat Botanik studiert, aber ihr war wichtig, welche Inhaltsstoffe sie an was. Sie hätte die Pflanzen nicht angewandt, sie war eher sehr, sie wollte immer schnell fit sein und hat dadurch auch schnell Medikamente eingeworfen. War aber dann in Afrika auf sich alleine gestellt und hat da den Pflanzenzugang gelernt. Hat dort in der Einsamkeit gelernt, Pflanzen anzuwenden. Und ist mit diesem Wissen dann nach Österreich zurückgekommen und hat sich da dann erst in heimischen Pflanzen gewidmet. Der dritte ist ein Untertitel, liebenswerter Naturbursche, er heißt Georg, heute lernen wir heute noch kennen. Ja. Ich habe einfach so diese Beschäftigung mit diesem Thema, die ist ein großes Anliegen für viele Menschen. Also ich habe eine Leidenschaft für alles, was grün ist und wächst. Und ich marschiere wirklich gern durch die Wiesen. Und was mich fasziniert, für mich ist die Wiese wirklich nicht nur grün und blüht da und dort, sondern mich fasziniert wirklich diese Vielfalt. Pflanzen sind mehr als die Summe ihrer Inhaltsstoffe. Pflanzen zu betrachten heißt etwas auch von der Zeitgeschichte zu betrachten. Pflanzen erzählen zum Beispiel Völkerwanderungen. Wir haben das beim Baby-Onkel, hat sich das an und für sich so ergeben. Bei uns im Waldviertel gibt es in Bochern Holler. Ihr wisst, diese Hollerstauden, die man in den Teig eintaucht und dann rausfrittelt. Und da gibt es exakt eine Ortschaft, mitten im Waldviertel, die sagen nicht Bochern Holler, die sagen Hollergrafen. Wie kommen die auf die Idee? Und dann fangen wir zum Nachforschen an. Wieso sagen die das und sagen nicht Bochern Holler wie jeder andere Waldviertel da? Und dann forscht man nach und dann kommt man drauf, Waldviertel ist immer Textilindustrie gewesen und genau in dieser Ortschaft war zufällig eine große Textilfirma. Ist zu wenig besiedelt, dass das sie alle Arbeiter aus der Region hätten hernehmen können. Das heißt, es wurden Arbeiter von Linz mit dem Autobus heruntergeführt in diese Ortschaft. Und dann haben wir genau diese Wurzeln von diesen Hollerkrapfen, das ist ein bisschen oberösterreichischer Ausdruck. Das heißt, wir können da an und das anhand der Pflanze nachvollziehen, dass da gearbeitet werden. Ja, manche haben sich vielleicht dann niedergelassen, andere haben Familie gegründet und so hat sich diese Ortschaft aus dem Oberösterreichischen genau in diese Ortschaft entwickelt. Und das sind also Pflanzen auch sehen können. Sie sind mehr als nur Behälter. Wir haben das Gröchel, da haben wir einen Fachmann für das Gröchel in Georg, der sich seit 30 Jahren mit dem Gröchel beschäftigt. Was ist ein Gröchel? Und ich sage euch, wenn man da zuhört, da ist ein Tag irgendwie eine Minute. Warum heißt Johanniskraut Johanniskraut? Das hat sehr viele Gründe, aber der Name sagt uns ja auch schon den Pflückzeitpunkt. Johanniskraut wissen ist gut, wenn wir depressive Verstimmungen haben, weil es unsere Hormone hebt. Ja, warum hat es das denn? Johanniskraut, hier sagt die Überlieferung, dass der optimale Pflückzeitpunkt 24. Juni ist. Der Johannistag. Und wenn wir das ein bisschen hinterfragen, dann sehen wir auch, dass Johanniskraut, jede Pflanze ist hormonell gesteuert, dass Johanniskraut Lichthormon gesteuert ist. Das heißt, das Johanniskraut hat ein Hormon drinnen, das sagt, okay, wenn Sonnenstand voll ist,
dann gehst du in die Blüte. Und deshalb heißt es unter anderem, und deshalb hat die Überlieferung gesagt, wir sollen es am 24. Juni pflücken. Wir haben da den längsten Tag und somit ist da sichergestellt, aufgrund der hormonellen Steuerung, dass es genau an dem Tag blüht. Und so, Pflanzen sagen uns sehr, sehr viel, allein die Namen sagen uns sehr, sehr viel rund. Über die Rettung ihres Lieblingshempels. Talente ist diese kalte Frau aus dem Burgenland, die in dem Buch auch interviewt wird. Rettung für Dr. Linzes Lieblingshempel. Wie gern hätte Galinde als Kind die Tante Linze als echte Tante für sich gehabt. In ihren ersten Schuljahren verbringt Galinde ihre Ferien auf einem Bauernhof im tiefsten Waldviertel, während ihr Vater in Wien über die bemuntert das Mädchen in der Landgebühne Babykatzen, jagt den Ziegen und den beiden schlimmen Decken des Hofes nach. Tante Nietzsche war eine gemütliche, rundlich gebaute Frau. Die fleißige Bauersfrau konnte selbst keine Kinder bekommen. So nahm sie sich während der Ferien jeweils eine Stadtkindes an. Der Bauer wirkte durch seinen Vollbart ein wenig furchteinflößend, aber die raue Schale beherbergte einen weichen Kern. Der Bauer hat Galinde jeden Wunsch schon im Augen abgelesen. Das klappte bei der Tante Nietzsche nicht so gut. Da hieß es einen halben Tag nicht treffen und den restlichen Tag durfte Galinde im Hof oder in der Wiese hinters hinter dem Vierkanthof herumrollen. Die beiden Bauernleute haben Galinde mittlerweile fest in ihr Herz geschlossen. Es sind dann noch zwei Neffen, wobei der Jüngere einmal den Hof übernehmen soll. Galinde mag beide nicht so recht leiden, vor allem der Jüngere passt ihr nicht so, weil er ein frechen Ausdruck ist und lauter Schändereien im Kopf hat. Dann gibt es hier noch den Hund. Ein rabenschwarzes Kurzhaartier, der wirklich von jedem nur mit dem Namen Hund gerufen wurde. Wenn eine Henne brutig ist, bereit ihre Eier auszubrüten, dann wartet Galinde schon gespannt auf den wuscheligen Nachwuchs. Einmal ist der Hund ein außergewöhnlich kleines Händel. Von reiner weißer Farbe. Scherzhaft nennt sie es Schneehund. Der Bauer bastelt eine Leiterwagen in Kindergröße. Darin fährt Galinde Schneehund spazieren. Der Sommer geht vorüber und der Nietzsche bleibt während der Schulzeit nur das weiße Händel als Erinnerung an die kleine Galinde, die den Bauernhof mit Leben erfüllte. Immer wenn die Bäuerin mitbekommt, dass der Hahn seine Kante mit Schneehund ablassen will, eilt er sich im schreienden Hund zur Hilfe und drohte den bunt gefiederten Gockel des sonntägigen Suckeldorf erschaffen. Sie wildet das Händel wie ihren Augapfel. Im darauffolgenden Sommer bringt der Vater Galinde wieder aufs Land. In diesen Ferien geschah auch das Missgeschick. An jenem erinnerungsprächtigen, leicht bewölkten Nachmittag suchten die wohlbeleibten Hühner vor dem geöffneten, schwarzen, hölzernen Hofdorf friedlich nach Nahrung. Da kommt das Kraftpaket von Neffen, mit seinem eben gleichen Hund im Sauseschritt herübergelaufen. Die Hühner durch den Lärm aufgeschreckt, laufen planlos durcheinander. Das gackernde Durcheinander überfordert den Hund oder weckt seinen Jagdinstinkt. So schnell kann die Nietzsche-Tante gar nicht aus der Küche heraus eilen, wie der Hund die Hühner in Richtung Stall treibt. Galinde erschrickt und schreit, der Hund kläfft, die Bäuerin hält Rotschlag, schimpfend. Im Hund nach, bis das Malheur seinen unweigerlichen Verlauf nimmt. Schon im Halbflug, eigentlich bereits auf der retteten Hühnerleiter, fällt Schneehund vom Hühnerstall. Aufgrund der nervlichen Belastung verfehlt sie beim Landeanflug die eine ins Visier genommene Stufe der Hühnerleiter um wenige Millimeter und rutscht zu ihrem vollendeten Unglück dann auch noch ab. Das geliebte Schneehund der Bäuerin liegt am Boden. Der Hund stellt sich bedrohlich bellend darüber. Das Hund dürfte wohl geglaubt haben, sein letztes Schwindlein geschlagen. Doch die Bäuerin gedrängt dazwischen. Liebevoll hebt sie das verletzte Tier hoch, drückt es beschützend in ihre großzügige Oberweite und beschimpft den heraneilenden Neffen, er solle seinen Hund zusammenpacken und einfach verschwinden. Mit übergewandten, kullenden Tränen folgt der Linde der Bäuerin mit den verschränkten Händen in die Stube. Inzwischen ist auch der Bauer herbeigeeilt und alle drei bereuen die Verletzung. Der Fuß ist gebrochen. Normalerweise bedeutet so eine Verletzung das Todesurteil jedes Huhnes. Zur tierlichen Leidensbegrenzung
wäre Sterbehilfe geleistet. Ein Holzofen erhitzt und das Ende seines reinweißen Federkleides entledigt worden. Die Federn hätte man getrocknet, sie wären Bestandteil einer zukünftigen Tuchentfüllung geworden. Das Fleisch hätte ein gutes Mahl ergeben und die Innereien eine kräftige Suppe. Doch als Lieblingshändel der Bäuerin erlebte sie eine Sonderbehandlung. Wenngleich die Bäuerin nicht mehr an die Genesung glaubte und gedanklich eigentlich schon den Speiseplan der nächsten Tage änderte. Heute wird der Tierarzt aufgesucht. Damals war es für die Familie viel zu teuer, selbst einen Arzt zu konsultieren, geschweige denn mit dem Huhn hinzugehen, das wäre undenkbar. Im Ort wohnte eine alte Kräuterfrau. Zu diesem Zeitpunkt ahnte der Hinde noch nicht, dass sie selbst eines dieser Kräuterweiblein werden würde. Der Bauer machte sich also sogleich auf den Weg, die Fachfrau herbeizuholen. Der Fuß ist eindeutig gebrochen. Ohne viele Worte geht die Frau schnurstracks vom Eingangstor der Obstwiese entlang Richtung Bach. Die Bauernsleute glauben schon, sie gehen einfach wieder nach Hause. Doch beim Bach bückt sich die betagte Frau und reißt an einer rauen grünblättrigen Gewächs herum. Der Bauer eilt ihr zu Hilfe, sie weist ihn an, er möge die Wurzeln möglichst im Ganzen herausbekommen. Und welches Rezept und welche Pflanze angewandt wurde und wie die Geschichte ausgegangen ist, meine Damen und Herren, das wird sie selber nachlesen.